Nehmen wir den mal so auf, gucken, was ist noch hier drin. Noch mehr Schleuderkugeln, die wir nicht brauchen. Ich warte nun gut. Okay. Ja, dass hier versteinerte Leute rumstehen, ist ja gar nicht beunruhigend. Hi. Giftiger Nebel. Wandernder Schrecken, okay. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ruft euch zu sich. Das war jetzt halb so wild. Ja, und das war die Haupttür, okay. Das hier ist übrigens das Portal auf die nächste Ebene. Und, ja, Stein, Adamantit-Golem, Gnoll. In der Mitte des Raums befindet sich ein großer Spiegel. Es stellt das magische Portal dar, das in die tieferen Stockwerke führt. Das Portal scheint nicht aktiv zu sein. Okay. Wir haben also die Möglichkeit, die Gruft des Priesters zu betreten, wie hier so schön angeschrieben ist. Wir haben jetzt auch übrigens die Kerze gefunden. Die Kerze riecht stark nach Sandelholz. Mhm. Auf geht's. Geht klar. Was kann ich genau, schieb Airy vor dich hin, direkt in irgendwelche Fallen. Okay, okay. Du bist schlau, Imoen. Ganz ehrlich. Noch eine gekritzelte Notiz. Und ja, Überladung. Ja, was immer ihr wünscht. Zeit aufzubrechen? Kein Problem. Fort nur, wenn ihr es wollt. So, dann gucken wir uns mal um. Ein paar alte Hausschuhe. Es ist ein Wunder, dass diese verbodeten, abgetragenen Schuhe noch nicht in einem ranzigen, sich noch nicht in einen ranzigen Haufen aufgelöst haben. Yay. Aber ist jetzt nichts anderes Besonderes. Mhm, natürlich. Ein Köcher. Hey. Eine handgeschriebene Notiz. Okay, das ist die gekritzelte Notiz. Diese Notiz wird mit einer zittrigen Handschrift geschrieben. Die Kälte des Winters ist an diesem heiligen Ort so ausgeprägt, dass mir selbst das Magie den Knochen zu gefrieren scheint. Warum habe ich nur die Zunderschachtel für den Herd verlegt? Ohne sie bin ich nicht in der Lage, das Feuer in der Küche zu entfachen. Der Schneesturm tobt aber völlig weiter. Ich fürchte bereits, den eisigen Griff des Grabes zu spüren. Ja, das ist der immer volle Köcher. Der zum Glück nichts wiegt. Ja, immer voller Köcher. Eine oft erzählte, aber nie überprüfte Legende berichtet, dass der Köcher einst als Geschenk von Herzog Orin Turkbor gegeben wurde. Orin kümmerte sich wenig um Politik und die alltäglichen Pflichten seines Lehens und verschwand oft wochenlang in die dichten Wälder, die den größten Teil seines Landes ausmachten, und führte dort das Leben eines einsamen Jägers. Aber so sehr er auch versuchte, Orin lernte nie die Kunst der Herstellung von Pfeilen. Und wer war gezwungen, zu seinem Schloss zurückzukehren, wenn ihm die Pfeile ausgingen? Und jedes Mal wurde er bei seiner Rückkehr von diversen Adligen und Kaufleuten und ihren kleinlichen Problemchen überschwemmt, die er seine Aufmerksamkeit einforderten. Wenn man den Geschichten glauben kann, kam eines Tages ein skrupelloser Händler zu Orin, der ein Geschenk anbot im Austausch gegen die Herrschaft über alles Land, das Orin regierte. Ein Köcher, der eine unendliche Anzahl an magischen Pfeilen hervorbrachte. Orin stimmte dem Tausch schnell zu und glaubte, dass seine Probleme für immer gelöst wären. Der Händler entpuppte sich bald als ein grausamer und unerträglicher Tyrann, und innerhalb eines Monats hatten Orins Untertanen
ihren neuen Herrscher abgesetzt, holten Orin aus seinem geliebten Wald zurück und schloss ihn in seine eigene Burg ein und zwang ihn wieder ihr Herrscher zu sein. Um sicherzustellen, dass er nie wieder in die Wälder entkommen konnte, wurde der kostbare Köcher gut verborgen und seine Erwähnung mit dem Tode bestraft. Ach du meine Güte. Jo, wenn ich den dann buffe, kann ich Feinde plus 2 einfach so verwenden. Das heißt, ich kann die hier zum Verkauf freigeben. Man könnte dann auch den besseren Bogen benutzen. Ja, verbesserte Hast mit ETW minus 4. Der da hat halt auch minus 4, wenn ich richtig gesehen habe. Macht Elektrizitätsschaden. Na, mal sehen. Wir könnten, glaube ich, diesen Bogen verbessern. Ich war, wenn es das ist. Ah, das sehen wir ja dann. Munitionsgürtel, Zunderschachtel. Was macht der Munitionsgürtel? Der Schultergürtel ist ideal für geeignet, Schleudersteine, Wurfpfeile oder Bolzen aufzubewahren. Ah. Auch nicht schlecht. Aber ja, die Pfeile können dann auch weg. Die Feuerpfeile, die können dann hier in den Beutel rein. So. Die da auch mal. Angeschriebene Notiz. Die Notiz in einer fein fließenden Handschrift gehalten und ist in einer fein fließenden Handschrift gehalten und muss wohl von einem professionellen Schreiber verfasst worden sein. Leider konnte sich der alte Priester bei der heutigen Messe nicht daran erinnern, welcher Abschnitt er aus der Heiligen Schrift vorlesen sollte. Sein nobler Geist ist doch immer willens, aber sein alterter Verstand lässt ihn in dieser schweren Stunde im Stich. Vielleicht reicht es hier aus, die Nummer des Kapitels und des Verses direkt in den Ärmel seiner zeremoniellen Robe zu sticken, um in Zukunft eine derartige Blamage zu ersparen. Okay, da müssen wir dann in die Priesterquartiere. Und brauchen sowieso da die Heilige Schrift. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ansonsten haben wir hier eigentlich alles. Denke ich mal. Auf dem kleinen Schild steht folgendes. Zu Ehren Gildrams, der Bibliothek zahlreiche Jahre voll Pflichtgefühl, Ehre und Glaubensstärke gedient hat. Er hat nichts mehr geliebt, als es sich mit seinem guten Buch neben dem Küchenfeuer geblieben zu machen. Möge er nie in Vergessenheit geraten. Hi. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Gegen die sollte ich was machen? Das sollte nicht sein. Ist doch gerade nicht. Oh. Kennt und Magie Widerstand. Ja. Gut. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ein Schutzstein, okay. Und noch ein Heiltrank.
Dieser Stein wirkt so, als ob man ihn in zwei Hälften gespalten hätte. Auf dem Stein befindet sich eine Inschrift. Zwei Türme, um das Grabmal auf ewig zu bewachen. Zweifacher Schutz, um den Raum jetzt zu betreten. Nun gut. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Okay. Also hier lang? Okay, jetzt sind wir gleich einmal im Karree gegangen. Oh, hi. Im Gegensatz zu den anderen Räumen befinden sich hier offenbar keine Monster. Die Runen, die sich direkt hinter der Tür an den Wänden und der Decke befinden, ähneln den Runen am Haupteingang des Tempels. Ich warte. Los, spuck es auf. Verstanden. Okay, da ist der zweite Schutzstein. Und ich bin voll. Das heißt, die ganze Briefkorrespondenz, die trägst du mal, Keldon. Fragt nur, keine große Herausforderung. Kleiner Schild. Habe ich mich verguckt oder war da keine Notiz? Ach, hier war die Notiz. Okay. Dieses Fragment einer alten und ziemlich mitgenommenen Schriftrolle ist mit wunderschön verzierten Buchstaben überzogen. Ah ja. Platziert das Buch, die Glocke und die Kerze auf dem Altar. Feiert seinen heiligen Namen auf immer. Sei er gepriesen und gelobt. Ruft die Gläubigen zusammen, sie mögen sich um den Altar versammeln. Werde Zeuge seines Ruhms und seines Triumphes und läutet die heilige Glocke. So wie es beschrieben steht, hat das Ritual begonnen. Also erst die Glocke läuten. Wahrscheinlich dann aus dem Buch rezitieren, wie es in dem anderen Schreiben steht. Dann die Glocke nochmal läuten, dann die Ritualkerze anzünden. Okay. Auf geht's. Schön. Achso, wir finden hier noch einen Teil, der mehr sagt. Hier ist noch ein Schrieb. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Die Geschichte von Ted hier, die brauchen wir nicht unbedingt. Was steht hier drin? In diese kurze Notiz ist in einer wilden, kreisförmigen Schrift geschrieben, die sich kreuz und quer durch die Papiere zieht. Die Worte scheinen ein ziemlich unverständliches Gestammel darzustellen. Zäher Bursche, langer roter Kreis ist jetzt Zäher Bursche, LDV. Feine fließende. Das sind die beiden. Quadrat macht kurzes, mittleres Quadrat macht große Muskeln. Und roter Kreis ist hier, Bursche. Okay. Ich warte. So, Minsk, wohl bekommst. Ja, was immer ihr wünscht. Das heißt, wir können wieder zum Kamin gehen und den mal anzünden. Entweder tauchen dann Feuerdämonen auf, die uns alle abfackeln. Oder hier geht ein Geheimgang auf. Oder es kommt einfach ein Geist. Jetzt, wo er mit Hilfe der Zunderschachtel wieder ein Feuer in der Vorstellung gemacht hat, erfüllt sich die
sie die Küche mit einem angenehmen heimlichen Licht. Der ganze Raum wird durch das fröhliche, flackernde Feuer angenehm erwärmt. Ah, es gibt nur wenige Dinge im Leben, die so angenehm sind wie das schlichte Vergnügen eines wärmenden Feuers. Wer seid ihr? Ich bin Giltham, der Tempelarchivar. Ich schaue hier nach dem Rechten. Das heißt, ich halte die Bibliothek in Schuss oder wecke den alten Priester rechtzeitig vor dem Gottesdienst. Mit Besuchern habe ich allerdings nicht gerechnet. Die Außenwelt hat uns anscheinend völlig vergessen. Nur der alte Priester und ich wandern verloren durch die staubigen Archive.